Ihr kennt die Trailer, die die Entwickler immer zu den einzelnen Packs veröffentlichen. In diesem Video habe ich mir den Zeit für Freunde Trailer nochmal genau angesehen und mir wieder eine ehrliche Version dieses Trailers überlegt. Damit ihr das Video besser versteht, solltet ihr euch aber nochmal den Original-Trailer in der Beschreibung vorher ansehen. In Die Sims 4 Zeit für Freunde können deine Sims Gruppen beitreten und neue Fähigkeiten erlernen, um genau zu sein, 2. Auch in diesem Trailer gibt es wieder eine Storyline, welche sich diesmal um die neue Spin Master Gruppe drehen soll. Ich behaupte mal, dass die Mitglieder dieser Gruppe hohe Tanzfähigkeiten brauchen, was nach einem aufwendigen neuen Feature klingt, allerdings nichts aussagt. Paolo, der auch in Windenburg wohnt, muss seine Tanzfähigkeit trainieren. Nach ein paar Mal klicken sollte er das aber schnell erledigt haben. Er hat das Tanzwütig-Merkmal und natürlich erwähne ich auch hier wieder den Packnamen. Das neue Merkmal lässt ihn etwas schneller aufsteigen, obwohl es doof ist, dass es nur 2 von diesen gibt. So etwas wie traditionsbewusst oder geborener DJ hätte natürlich auch gut reingepasst, gibt es aber einfach nicht. Edge. Viele Sachen, die ich erzähle, klingen spannend und mysteriös, allerdings kann man sich diese im Spiel maximal vorstellen, was auch immer ich mit dem Lehrgeld meine. In den Trailern wird gerne getrickst, so wie hier werden die Sims nie Paolo am Pult zusehen, sondern immer in einem großen Haufen vor ihm abgehen. Umso länger Paolo vor dem Turntable verbringt, desto besser wird seine DJ-Fähigkeit. Er kann jetzt neben den schrecklichen Anfangssounds auch richtige Musik spielen und die Menge zum Toben bringen. Auch die super leicht zu beeindruckenden Sims in der Gruppe mögen die Musik, was sowieso klar war. Jetzt wurde er aufgenommen, obwohl man im Spiel eigentlich schon beim allerersten Treffen aufgenommen oder abgelehnt wird, nicht wie hier nach mehreren Versuchen. Die exklusiven Treffpunkte sind aber wirklich geniale Features und auch die Idee mit den individuellen Klopfzeichen ist lustig. Auf der neuen Tanzfläche können die Sims zusammen abzappeln, was auch immer das für ein unpassender Begriff als Synonym fürs Tanzen ist. Dank dem Spielvorteil steigen die Sims schneller auf, welches man ebenfalls sehr einfach freischalten kann. Das sind gute Neuigkeiten, denn Paolo erhält eine SMS, dass in der Disco ein Treffen stattfindet. Hier gibt es manchmal lustige Fehler, sodass man auch manchmal von Kleinkindern oder Tieren angerufen wird. Paolo kommt im Gruppenoutfit und feiert, obwohl sich hier für diese Erweiterung am grundsätzlichen Feiern irgendwie fast gar nichts geändert hat. Ein bisschen witzig, die Sims benutzen alle die gleichen Animationen, sehen also beim Tanzen auch exakt identisch aus, keine Details unterscheiden sich hier. Ich sage, dass alle total aus dem Häuschen sind, obwohl man im Hintergrund niemanden erkennen kann, der vom Tanzen begeistert ist. Paolo fordert seinen Kollegen zu einem Tanzwettbewerb heraus, ein doch lustiges und nettes Detail. Das Üben hat sich gelohnt, auch wenn alles nicht wirklich so dramatisch und schwierig ist, wie es immer in den Trailern dargestellt wird. Mit Gruppen können sich deine Sims zu ganz lustigen Gruppenaktivitäten treffen, die es aber auch schon vorher gab, naja. Welche Details stören oder gefallen euch besonders an der Zeit für Freunde Erweiterung? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr allgemein bei allen Erweiterungen sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei, welche die Erweiterungen immer besonders günstig haben. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Hier links habe ich auch nochmal mein Video zum ehrlichen Trailer der Großstadtleben Erweiterung verlinkt. Also dann, bis zum nächsten Video.